Auf mein Zeichen und los! Für die Rune! Feindlicher Angriff! Für die Freiheit! Folgt mir! Vorwärts! Bringen wir es zu Ende! Verstärkt die Deckung! Haltet durch, Männer! Und wir haben Stufe. Einen Stufenaufstieg. Okay. Also 5 Punkte Stärke und als nächstes 5 Punkte Ausdauer. Für unseren letzten Stufenaufstieg. Den Punkt die große Klingenwaffe kann ich schon mal reinpacken. Wobei ich ehrlich nicht weiß, ob ich den Punkt in Schilde oder in schwere Rüstung packen sollte. Gut. Auf mein Kommando. Und los! Das heißt, wir. Habe ich den Seelenfels? Ja, den habe ich. Aktiv. Auf meinen Befehl. Schnell! Jetzt mal gucken, dass ich die Truppen triggere. Schnell! Ich weiß nur nicht, wann die triggern. Folgt mir! Mir nach! Mir nach! Da kommen sie. Da ist Verstärkung. Was? Ja, sofort! Schnell! So, in der Zeit hole ich mir hier das Fleisch. Erhöhe mein Bevölkerungslimit. Bilde 5 weitere Elfinnen aus. Naja, gut. Was ist euer Begehr? Schicke die dann da hoch zum Lenia sammeln. Ja, diese Höhle scheint den nächsten Menschen das Lagerumgebiet zu haben. In den Trüben befinden sich Vorräte und frisches Fleisch. Fleisch mitnehmen. Gut. Wir haben frisches Fleisch jetzt im Inventar. Und ein Lenia-Sammler bitte. Jetzt habe ich mal nur Verteidiger raus. Dass wir mal mehr Verteidiger haben. Meine Verteidiger sind ja einfach stark. Und ich wünschte, ich könnte für die Dinger Wegpunkte setzen. Hier bin ich! Vorwärts, Zwerge! So, die Verstärkung ist da. Wir haben das Fleisch. Hier, mir nach!
Schnell! Ja, frisches Fleisch. Dann können wir jetzt mal die Cutscene hier triggern. Achtung! Truppen des Kaisers! Sie fallen uns in den Rücken! Krieger, zurück! Bildet einen Schildwall! Ich bin nicht euer Feind, Runenkrieger. Das solltet ihr inzwischen wissen. Ich bin hier, um meine Kaiserin nach Empyria zu geleiten. Mich? Oh nein, nein. Ich bin eine Diebin. Ich kann doch kein Reich regieren. Empyria braucht seine rechtmäßige Kaiserin. Ihr könnt vor eurer Herkunft nicht fliehen, Alia. Urias hat gesagt, ich könne nicht immer nur weglaufen. Dieser Dummkopf. Vielleicht solltet ihr euch seinetwillen dieser Aufgabe stellen, Majestät. Ja, das hätte er wohl so gewollt. Hatai! So hat also doch jemand Rabenhaars Herz gewonnen. Geht, Alia. Seid den Menschen eine gute Kaiserin. Wohin ich gehe, wartet nur Tod und Vergessen. Lebt wohl, Freund. Empyria wird sich an euch erinnern, das schwöre ich. Hauptmann, wir reisen nach Empyria. Wie ihr wünscht, Kaiserin. Naja, der hat nur hauptsächlich Palastwachen, wenn ich das richtig sehe. Rabenhaar hat ihr Schicksal gefunden. Nun ist es an euch, das Eure zu vollenden, Runenkrieger. Mein Weg ist hier zu Ende. Ich werde mit meinen Jägern die Feste sichern. Ihr aber müsst nun ins schwarze Herz des Dschungels hinein, wo der maskierte Tod auf euch wartet. Ja, Zeit, sich dem Zirkel zu stellen. Ich greife an. Oh ne, sind Palastwachen. Sogar keine Stadtwachen. Aber ja, sind nur einfache Palastwachen. Die stärkeren habe ich nämlich über den Jordan geschickt. Das Upgrade haben wir. Ich wollte noch das Wanderinnen-Upgrade haben. Elend schenkt uns eine neue Fähigkeit. Da läuft Genkai. Oh, da haben wir nächsten Menschen übersehen. Den holen wir uns doch einfach mal. Alia sehe ich, wo ist Hauptmann Ishtar eigentlich abgeblieben? Oder hat er sich einfach wieder weggeportet? Meine Axt wartet schon. Na, das war nicht. Ich würde das und das machen. Zu allem entschlossen. Was gibt es? Halt, Runenkrieger, wartet. Wer seid ihr? Ein Freund. Genkai sagte mir, dass ich euch hier finden werde, Gefährte der Rune. Dann seid ihr der Runenkrieger, der den Phönixstein bewacht? Kommt ihr endlich, um das aufzuhalten, was ihr begonnen habt? Ich habe getan, was ich tun musste. Und ich bin nicht gekommen, um mich von euch verspotten zu lassen. Ich will Rache an denjenigen, die mein Lebensblut an dieser Rune geschmiedet und mich zu Jahrhunderten des Krieges und des Leids verdammt haben. Ich will den Zirkel für seine Taten richten. Endgültig. Dann lasst uns gemeinsam die Scharfrichter sein, Wächter des Phönix. Kommt, sie warten bereits auf uns. Ach so, weil da jemand durchs Tor gelaufen Was ist. Was ihr wollt? Okay. Hey, wir haben die Phönixwächterin. Kampfbereit! Sofort!
Und los! Folgt mir! Ja. Sie trägt eine Ordensrüstung und zwei Flammenschwerter. Ruf die Wachen, Schwestern! Auf mein Zeichen! Die Dunklen sind hier! Ja, ab jetzt wird's lustig. Hier ist schon wieder ein Steinmetz verschwunden gange. Achso, die habe ich vergessen. Bereit. Zur Ehre Aonias. Sie sind überall. Verteidigt euch. Haltet durch, Männer. Wehrt euch, Schwestern. Ja, da sind ja auch noch Nachtmare. Schlagt sie zurück. Schlagt sie zurück. Sie kreisen uns ein. Die Ahnen rufen uns. Verstärkt die Deckung! Bereit und los! Vorwärts! Folgt mir! Vorwärts! Sofort! Für die Freiheit! Oh ja, und da ist das Tier. Das ist euer letzter Fehler. Meine Axt wartet schon. Verstärkt die Deckung! So, das Tier ist tot, hat ein Herz und er hat die Kuppung. Nun zu Befehl. Ja, und los! Sofort! Wow, kommt nur her! Wow, kommt nur her! Okay, da hat der Eiserne Nachtmar es geschafft, einen meiner Leute zu töten. Die Ahnen rufen uns! Wir sind in Gefahr! Das ist euer letzter Fehler. Meine Axt wartet schon. Das ist eine Falle! Meine Axt wartet schon. Das ist eine Falle! Sie sind überall! Wow, kommt nur her! Könntet ihr mal aufhören, so zu spawnen? Mir nach! Also nervt's nämlich. Hier bin ich! Der Feind? Okay. Vorwärts, Zwerge! Mehr davon! Los! Wo ist der Feind? Alle weg von dieser beknackten Höhle. Die Ahnen rufen uns! Die Diener der uns. Nacht sind hier! Nur zu! Wow, kommt nur her! Schließ die Reihen! Zu allem entschlossen! Los! Mit festem Haltet Schritt durch, Männer! Voraus! Hier bin ich! Endlich wieder kämpfen! Schließ die Reihen! Wo ist der Feind? Meine Axt Endlich wartet wieder schon. Kämpfen! Geht es los? Hier,
Gut, speichern wir mal hier sicherheitshalber. Vorwärts! Folgt mir! Zum Angriff! Schließt die Reihen! Verteidigt euch!